Also man muss sagen, dass hinten raus jetzt am Ende dieses Jahres wirklich jeder nochmal die Chance hatte, sich zu zeigen. Wir haben gesehen, warum wir jeden brauchen. Und die Jungs, die dann eingesprungen sind, haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da bin ich stolz drauf. Wir haben leider nicht die Ruhe gehabt, in Überzahl das dann auszuspielen. Und deswegen ist das 0-0 dann irgendwo dann auch gerechtfertigt. Hätte mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Ruhe haben, um das Spiel dann in Überzahl auch mal zu gewinnen. Aber wir haben hier wieder zu 0 gespielt. Und Dresden ist schon mal nicht näher an uns herangekommen. Das war vor dem Spiel jetzt erstmal wichtig. Nee, also heute haben wir genau das richtig gemacht, was wir gegen Union größtenteils nicht so gut gemacht haben. Wir sind relativ tief gestanden, aber dafür dann aggressiv gegen den Mann gegangen. Und das hat heute ganz gut geklappt. Weil wir ein bisschen Pech haben, geht der Kopf voll rein. Aber ich denke, wir haben ganz gut hinten gestanden und dann auch immer wieder ein, zwei Chancen nach vorne kreiert. Wir haben für mich in der ersten Halbzeit eines unserer besten Auswärtsspiele gemacht. Wir haben richtig ordentlich auch kombiniert. Wir sind ruhig geblieben. Haben auch die eine oder andere Chance gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir zu wenig Entlastung gehabt und nach dem Platzverweis mit 10 Mann haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Für mich ist es da ganz klar die Angst, gegen 10 Mann zu verlieren. Ja, ich muss sagen, großes Lob an die Jungs, die heute ihre Chance bekommen haben, wie Fabi, wie Uno, Jumbo, Mirka, noch ein super Spiel gemacht. Und ich glaube, das war schon eine gute Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, haben wir immer wieder schnell umschalten können. Es war sehr gut, dass wir in der zweiten Halbzeit Druck gegen uns kriegen, war klar, aber wie du schon gesagt hast, wir haben wenig zugelassen, bis auf ein, zwei Möglichkeiten und das ist unsere Devise. Am Schluss haben wir noch die Riesenchance. Schade, dass Jumbo den nicht bleiben, aber dann wird er ja durchdrehen und von Real Madrid träumen. Die Mannschaft war in sich stimmig im Defensivverhalten, das war gut. Im Vorfeld dieses Spiels hätte ich dieses 0-0 auch wunderbar dankend angenommen, vor allem nach den Erlebnissen der letzten Wochen, des letzten Wochenendes. Dieses 0-4 steckte den einen oder anderen noch im Kopf, denn die Offensivbewegung war gerade in der Phase, in der wir die Überzahl hatten, nicht ausreichend, nicht gut. Und da hätten wir normalerweise ja eigentlich den Sack zumachen müssen. Das haben wir wohl leider versäumt. Also jeder, der reingekommen ist, habe ich gerade gesagt, hat sich super eingebracht, war auf dem Punkt da und hat hier kurz vor Weihnachten nochmal alles rausgehauen. Und das ist nicht so leicht, nach langer Verletzungspause vielleicht auch. Und dann hier in Dresden, wo die Stimmung doch sehr, sehr aufgeheizt ist, dann ist das nicht normal. Und das haben wirklich alle Jungs sehr, sehr gut gemacht. Über alle anderen jungen Spieler, nennen wir es immer so, haben mich richtig gefreut. Richtig gefreut, dass Jan Chamara jetzt erstmals geschafft hat, einen Einsatz im Profibereich zu haben, nachdem er wieder eine lange Leidenszeit hatte. Und Ono Bulut hat das gezeigt, was wir von ihm erwarten haben. Unglaubliche Leidenschaft, er hat sich eingebracht. Und die drei Jungs, die zeigen, dass die Zukunft vom VfL Bochum gut aushängen kann. Ich finde, wir haben noch zu große Schwankungen in unseren Leistungen. Was mir nicht gefällt, ist unsere Heimbilanz, die ist katastrophal, das muss man einfach so sagen. Und auswärts sind wir stabiler, als ich eigentlich gedacht habe. Ansonsten hätten wir größere Probleme. Aber im Großen und Ganzen denke ich, aufgrund dessen, dass wir auch eine neu formierte Mannschaft haben, dass man berücksichtigen muss, dass diese Mannschaft oder der Verein im letzten Jahr kurz vor dem Abstieg stand, bin ich letztendlich schon zufrieden mit dem halben Jahr, in dem ich da bin. Und ich glaube, es ist jetzt auch ein Prozess für die Mannschaft. Wir haben viele, ja, sag ich mal, Lernen gezogen aus der Hinrunde, wie gegen die vermeintlich kleinen Mannschaften. Ich glaube, sowas passiert uns in der Art in der Rückrunde nicht mehr. Wir wissen jetzt, wie wir auftreten müssen in der Liga, wie man erfolgreich spielen muss. Und daran werden wir hart arbeiten, dass wir auch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Insgesamt ist es ein Jahr der verpassten Chancen. Das habe ich die Tage schon mal gesagt. Das ist schade. Immer wenn wir die Chance hatten, oben näher ranzurücken, uns Luft auch nach unten zu schaffen, haben wir den Schritt verpasst. Und ja, das ärgert mich im Moment so ein bisschen. Aber das haben wir nicht heute verpasst, sondern da gab es andere Spiele. Und wir werden im Trainingslager daran arbeiten. Ich hab fest vor, im nächsten Jahr mehr Punkte zu sammeln und dann auch so früh wie möglich den Klassenerhalt festzumachen.